Tropical LTD. Tropical LTD. Wir haben natürlich noch eine Zugabe für euch. Bevor wir die spielen, möchten wir kurz Danke sagen. Ich bin mir nicht sicher, hatte ich schon erwähnt, es war unsere erste Tour, die wir jetzt gerade in diesem Moment abschließen. Dafür möchten wir Danke sagen allen, die daran beteiligt waren. Das sind Gabriel und Lucia, die das Tourmanagement gemacht haben. Anton, der Merch, Fotos und Videos gemacht hat. Das ist Nico, der den Sound für uns gemacht hat. Mach mal Lärm für Nico. Außerdem als Support-Band Paulinko. Ein Applaus für Paulinko, bitte. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video in einem anderen Stil. Ja, es geht wieder weiter mit Touring, mit Artists, mit FOH und so weiter, was mich sehr freut, weil das genau das ist, was ich schon immer machen wollte. Aber diesmal eben aus dem Grund anders, weil ich wie immer keine Zeit hatte. Und deshalb ist das Video in einem GoPro-Vlog-Style, zumindest die ersten 10 Minuten. Ich werde euch in die Videobeschreibung, dementsprechend halt auch im Videoplayer, Inhaltsverzeichnis Timecodes reinbauen, dass ihr theoretisch diesen Vlog-Style überspringen könnt, wenn ihr das wollt. In diesem Video gibt es wirklich komplett das ganze Spektrum. Ein bisschen rough gefilmt, komisches Licht, egal. Also wirklich von Vorbereitung. Wie baue ich das Rack zusammen und warum? Denn die ersten drei Shows, zumindest die nach der Eröffnungsshow, die Jan für mich gemacht hat als Vertretung, waren setupmäßig noch ein bisschen anders, da weniger Zeit da war als gedacht, durch meinen Fehler. Werdet ihr erfahren. Das heißt, das Rack wurde so gebaut, dass man theoretisch noch deren Rack mit verbinden musste und so weiter und beschriftete Kabel, hast du nicht gesehen. Dann hört diese ganze GoPro-Filmerei auf und ich werde es, so wie ich jetzt zu euch rede, danach kommentieren. Anhand von Bildern, was haben wir geändert, wie haben wir das Rack optimiert und wie wurde die Show gefahren. Aber das Ganze erstmal nach dem Intro. Also kurz vorab, es war eine unfassbar geile Tour, ohne Scheiß. Ich habe ja jetzt schon wirklich einiges machen dürfen und so ein Publikum habe ich selten erlebt, wie die ausgeflippt sind und trotzdem noch Rücksicht auf jeden genommen haben, das war wirklich absurd. Und auch die Jungs, muss ich sagen, die Tropicals, das sind so süße, nette, coole Boys, hammermäßig. Also man fühlt sich ja so gut aufgehoben, also ihr Lieben, gerne immer wieder. Das war wirklich richtig, richtig schön. Also ob es Stage-Diving gab, mit meiner GoPro gefilmt noch. Hammergeil, da hat sich auch Lalo richtig gefreut, dass ich noch mitgenommen habe. Ja, über immer volle Häuser, immer. Über extrem nasse Konzerte, aufgrund von Atem, der kondensiert ist und auch Schweiß, weil das Publikum wirklich nur am Dancen war. Zum Beispiel im B72 in Wien war die Bühne danach einfach nass und nicht, weil jemand ein Getränk ausgeschüttet hat. Das war einfach so in der Luft. Ja, klar, irgendwie vielleicht kann man sagen, ein bisschen eklig, ich habe auch nach dem Konzert ganz viel Kabel geputzt und so weiter, aber letztendlich eine unfassbar geile Show und das ist natürlich ein super Indiz dafür. Bevor wir zu diesem rough gefilmten Teil des Videos kommen, also eben diese GoPro-Nummer mit der Vorbereitung, kurz noch zwei, drei Nebenstories, die ich unbedingt mit reinbringen möchte. Punkt Nummer 1, Moritz Bastei in Stuttgart, Leipzig? Leipzig war das, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. An sich eine coole Location, vor allem als optisch eine der schönsten Locations, die ich je gesehen habe. Wirklich hammermäßig schön, dieses ganze Mauerwerk, diese Bögen überall, das war richtig cool. Aber PA, uff. Also die Tops absolut in Ordnung, altes D&B-Zeug. Wir wissen ja durch die Umbauten auch mit Tilzen, dass altes D&B-Zeug unfassbar gut spielen kann. Das weiß man zum Beispiel auch aus dem übel und gefährlichen Hamburg, wo alles noch F2, B1, B2 ist mit Original-Amping, dass das Zeug, auch wenn es alt ist und schwer, verdammt gut spielt. Moritz Bastei war das Problem, finde ich, dass an diesem großen Raum nur zwei B1 waren. Zwei alte Doppel 15 Zoll Bässe und die haben einfach nicht gereicht. Kam da rein und war so, okay, man soll nicht voreingenommen sein und wurde auch schon oft wirklich überrascht von Systemen, wo man erst denkt, aber ich wusste, zwei Doppel 15er an Membranfläche für den Raum, auf keinen Fall, nicht für die Mucke. Das ist so basslastige Musik, das muss auch ein bisschen drücken. Und so war es auch, es hat nicht gereicht. Und irgendwann habe ich dann mit den Menschen gesprochen vor Ort und habe gesagt, habt ihr nicht noch irgendwie zwei Bässe rumstehen? Nee,
Es gibt da mehrere Stages. Ja, die sind alle bespielt heute. Ich so, okay, ist ein Argument. Bin aus Versehen tatsächlich auf dem Weg zum Backstage in das Techniklager abgebogen, hab noch zwei alte DB-Tech-Bässe gesehen. Alte 15-Zoll-Bandpässe, die eigentlich, sorry DB-Tech, echt Müll sind. Aber ich wusste, ich will irgendwie noch Druck in diesen Raum bringen. Hab denen die gezeigt und die meinten, du, wenn du die haben willst, dann bitteschön. Ich die geholt, mir den Bass erstmal neben's Pult gestellt, dir eine Monomatrix gegeben und erstmal geguckt, was der kann. Und habe dann, das Bild blende ich jetzt mal ein, einen Matrix-EQ raufgepackt. Der sieht total kriminell aus, ist er auch, aber damit hat der Bass halbwegs funktioniert. Und dann habe ich die als Pseudo-Zahnlücke noch dazugestellt, ein bisschen die Phase gerade gerückt nach Gehör, also das Delay zwischen Main-PA und den beiden DB-Tech-Subs. Und was soll ich sagen? Hat geschoben. Auf jeden Fall deutlich mehr als vorher. Selbst der Haustechie, der auch super nett war, war überrascht, was da noch so geht. Manchmal muss man echt ein bisschen kreativ sein. Oder, was heißt kreativ? Mich selber hochheben. Aber manchmal muss man einfach ein paar Ideen haben. Sagen wir es mal so. Aber die Show war dann trotzdem ganz cool. So, kommen wir jetzt erstmal zu diesem rough gefilmten Vorbereitungskram. So ihr Lieben, ich dachte, wir machen nochmal ein Video zwischendurch, weil es kam ganz gut an und irgendwie, ja, habt ihr gesagt, komm, es muss nicht immer durchproduziert sein, so ein bisschen Gelaber ist auch okay. Ich würde ja gerne heute mal für das Video wenigstens mal mein cooles Licht anmachen von Steinecke Showtechnik, aber dieser Kack-Windows-Rechner hört nicht auf abzudaten. Das ist so ein Abfuck, ich muss mir unbedingt mal vom Interface, wo liegt denn das? Warte mal, hier. Ich muss mir unbedingt mal diese Tasten belegen, dass ich einfach nur sagen kann, mach erstmal alles weiß. Nicht immer den PC starten zu müssen und der einfach 3 Stunden updatet. Ich weiß, was macht der da eigentlich? Ich weiß es nicht. Naja, müssen wir also mit dem Scheißlicht vorlieb nehmen. Ich dachte, ich nehme euch heute mal mit, denn die Tropical Limited Tour geht weiter und ich kann die ersten 3 Shows nicht machen. Die erste habe ich ja gemacht, ich meine Show 2, 3 und 4. Denn man mag es nicht glauben, aber ich habe Urlaub. Die erste Show haben wir mit D-Live gemacht, weil die Esco noch bei Erik war für Kleid. Aber Tropical ist eine Esco-Show. Das bedeutet, ich werde jetzt mit euch zusammen das Rack zusammenbauen, zumindest so weit, wie wir kommen. Eigentlich wollte ich noch das ganze Processing von Tropical selber mit in das Rack reinbauen, aber das schaffen wir zeitlich nicht. Aber wenigstens, dass mein Kram mit drin ist. Worum es geht, werdet ihr gleich sehen. Und wir müssen die Show logischerweise auf Esco umbauen. Das heißt, wir brauchen ein Pult-Layout und ich möchte auch schon, dass mein Sub, der mich quasi vertritt, einfach nur anstecken muss und kann die Show fahren und muss nicht irgendwas erstmal anfangen zu regeln. Das bedeutet, wir werden uns gleich einen Multitrack aufs Pult machen. Ich schmeiße meine PA an und wir mischen das so, dass ich das für gut befinde. Und dann kann er damit erstmal entspannt losfahren und muss quasi vor Ort noch die Gains ziehen. Ja. So, Messer aufgebaut, 6er E-Case runtergeholt, DX16.8 mit Rack-Mount. Und jetzt muss ich erstmal alles, was noch im D-Light drin steckt, also quasi in meinem Esther-Rack für die Bühne, erstmal rausschrauben und da rein. Vielleicht noch ein, zwei Worte kurz zur Kamera. Ja, ist immer noch die GoPro, weil meine Hauptkamera gerade aber noch verliehen ist. Deswegen müsst ihr mit der vorlieb nehmen, aber ich finde, die macht das ziemlich gut. Das ist jetzt die Rückseite vom Case und ich möchte, dass eben hinten alles fertig gepatcht ist und die erste Stagebox drin ist. Die erste Stagebox. Ich bin da beim Festival auf der Bahn. Nein, wir haben ja nur einen DX bei. Das ist mein DX16.8 mit Rack Mount und ich habe mir, kann man bei mir auf Instagram in dem Highlight Bassstunde sehen, die Ethercons nach vorne gepackt und habe hier einfach 2 ganz große Patcher dran. Ach, ich muss ja hier näher rankommen. weil es sich mega ankotzt, dass man das Cut dann immer so hinten rumfummeln muss und so. Deswegen habe ich mir die Ethercons halt nach vorne geholt. Das bauen wir jetzt hier unten an. So. Und dann haben wir hier unten genug Platz, um Stecker rauszuführen, die zum Beispiel für In-Ear-Strecken sind. Wir machen hier oben noch eine 1HE-Bürstenblende rein für eben die Signale später vom Apollo und von den Funkstrecken. Und dann hier oben noch einen Rack-Verteiler nach innen gesetzt, damit wir eben auch alles mit Strom versorgen können. Ja, machen wir jetzt mal. So, ich zeig mal eben, wie ich mir das Ganze gedacht habe. Kurzum, Tropical ist eine Band, die mit Vocal Processing arbeitet und mit einem Apollo X8 Interface. Folgendes, ich habe nicht gecheckt, dass ich 2 Tage früher schon Urlaub fahre und eigentlich hatten wir einen Termin hier gemacht, dass Tropical herkommt. Wir bauen alles in einen Rack, das heißt, auch das Apollo ist schon mit drin, wo auch die Playbacks rauskommen und alles hätte quasi komplett fest gesteckt bleiben können.
Und nur der Gitarren-Amp und die Atmos und der Weg zur PA müsste man jeweils stecken. Das ist jetzt anders gelaufen. Die ersten drei Shows, die mich Jan vertreten wird, nicht Jan Pörtner, der Jan Schuh. Da ist es noch so wie zuvor auch. Die nehmen ihr eigenes Rack mit. Wir müssen mit einem Achterbaum von dem Rack die ganzen Inputs hier reinstecken. Müssen aus meinen Funken erstmal in das Interface rein. Da wird dann Vocal Processing gemacht und dann aus dem Interface wieder raus hier rein. So, deshalb, ich zeige mal kurz die andere Seite erstmal. Hui! You spin me right. Gut. Oh, Stativ has fallen. So, this is the rack right now. Ihr seht unten Palmer BC400, nochmal Dank an Adam Hall. Halt geil mit Akkus zu arbeiten, statt mit Batterien. Da drüber Goldstaub, Shure PSM 900. Ich hätte gerne noch mehr. Ich bin gerade mit Shure im Gespräch. Es sieht hier eventuell wieder besser aus mit Shure-Strecken. Ich hoffe, da kommt was. Combiner. Blendeabstand, ihr wisst, habe ich schon mal erklärt, weil zwischen Sender und Empfänger immer gerne Abstand lassen. Drüber noch meine sehr alten Sennheiser-Strecken, die immer noch gut funktionieren, aber die ich hätte schon sehr gerne und lange in Shure umgetauscht. Bin mit Shure im Gespräch, für Esther Graf vielleicht. Das wäre super geil, wenn man da vielleicht immer auf AD gehen kann. Weil, ja, in meinen Augen und meinen Ohren die besten Strecken auf dem Weltmarkt, schon seitdem ich sie noch als Freelancer anfangs in der Hand hatte. Genau, das also das quasi hier vorne. Okay, wieder zurück. Das sind also die beiden XLR-Strippen, die von den Sennheiser-Anfängern kommen. Und da steht eben drauf, was es ist. Also einmal Apollo Input 3, Felix, und Apollo Input 2, Lorenz. Weil das sind die beiden Sänger, die Funkstrecken haben. Das geht also ins Apollo. Aus dem Apollo eben mit Vocal Processing raus, wieder hier rein. Dann gibt es hier unten noch die Beschriftung Vocal Clean. Bruno, Lorenz, Felix und Gast. Das sind Adapter XLR Male auf Klinke, die auch aus dem Sennheiser-Empfänger rausgehen. Warum? Ich finde es super cool, dem Künstler anbieten zu können. Guck mal, hier ist der Multitrack von der Show und ich habe noch vor dem Processing deine Stimme auch aufgenommen. Das heißt, du hast jede Stimme mit doppelt anliegen. Einmal halt schon, wie es auf der Bühne eben passiert ist, ne, durchs Apollo. Und einmal eben wirklich clean direkt nach der Kapsel. Warum? Ich kann im Post alles nachbearbeiten. Wenn ich nochmal Melodyne will, wenn ich meinen eigenen Effekt draufpacken möchte oder irgendwas passt, wenn ich hätte gerne was geändert, dann ist das halt möglich. Und das ist halt das Coole, dass man eben beides einmal raw und einmal eben sozusagen in der Live-Situation aufnimmt. Ja, das war's eigentlich schon. Achso, ne, ja, okay, hier kommt noch so ein lustiges Kabel raus. Also hier, das ist ein Rückweg von der SQ ins Apollo. Denn die Jungs machen teilweise in ihr selber, damit ich quasi auch zu ihnen reden kann. Das heißt, hier kommt das Signal von meinem Talkback raus und auch von dem Gitarrenverstärker, damit die das auch auf ihrem eigenen In-Ear haben. Das ist die Erklärung von dieser lustigen Konstruktion. Dann gibt es noch sowas hier. Ist alles ein bisschen special bei den Jungs. Aber wir sind ja flexibel. Stereo, unsymmetrische Klinke. Das ist In-Ear Bruno, weil er wirft sein In-Ear auch aus dem Apollo raus, aus dem Kopfhörerausgang. Das geht einfach nur auf die erste PSM-Strecke. Und die zweite ist hier angeschlossen für den Gast. Ja, Cut dran, SQ, Multitrack raufmachen, Mucke hören. So, ich bin endlich fertig mit den Vorbereitungen für Tropic. Das hat echt länger gedauert, als ich dachte. Aber ich wollte eben, dass Jan nicht so viel zu fragen hat, dass er, nicht um mich nicht zu nerven, sondern damit er eben sich sicher fühlt und alles funktioniert. Gibt nichts Blöderes, als vor der Show zu stehen und nicht zu wissen, wie der andere sich das gedacht hat. Deswegen, also alles ist auch gepackt. Hier Kabelkiste, Shoutboxen, FOH-Kiste. Und ich habe jetzt auch den Lieferschein hier, das hat es geil an Eventworks, einfach alles rausgeballert, Überschriften gebaut, was ist im Rack verbaut, was ist im FOH-Koffer drin, dass man nicht gucken muss, warte mal, dieses Kabel, okay, hier von 6, ich habe nur 5 gefunden. Achso, warte mal, eins ist ja noch im Pult drin, das passiert so nicht, wenn man Überschriften baut. Und das ist auf jeden Fall ganz nice. Ich werde jetzt alles final zudeckeln, auf einen Haufen packen und dann muss ich auch mal echt anfangen mit Playracks, damit das pünktlich fertig wird, weil ich fahre auch bald in Urlaub. Ja, spannend. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen von diesem kleinen Video. Ich weiß nicht, wie ich sende, ob Video zwischendurch, Vorbereitung, Tour, keine Ahnung. Es war ja wirklich sehr im Vlog-Style, was das sonst bei mir nicht gibt. Bei der DEs, wo der DEs. Bis zum nächsten Mal, tschüss. So. 1,5 Monate nach der Tour kann ich euch jetzt mal sagen, wie wir das Rack umgebaut haben oder was ich mir da ausgedacht habe, um eben die letzten Tourrutschen optimiert zu fahren. Denn nur die ersten Shows waren ja, wie gesagt, mit dieser Bastellösung. Also,
Ihr seht jetzt auch, so wie ich, das Rack von vorne. Ganz oben ist Apollo X8 angesprochen, wobei Apollo 8 ohne X für das Vocal Processing. Darunter deren eigene In-Ear-Strecke, die direkt aus dem Apollo gefüttert wird. Dann zweimal PSM 900, davon eine ebenfalls mit diesem Kabel, was da vorne rausguckt, aufs Apollo gesteckt. Und die andere In-Ear-Strecke war aus dem DX, also aus dem Pult für Gäste gedacht. Darunter der Shure Combiner und eben, ja, die Sennheiser-Strecken brauche ich nicht mehr zu sagen. Und da ich eben das große Rack gerade nicht frei hatte, das war nämlich bei Chris James, habe ich noch ein 2HE Pro Case QSD-Rack runtergepackt mit der Schublade, wo das MacBook drin war fürs Processing und eben noch mein geliebter Palma BC400 für Akkus und so ein Kram. Rack von hinten. Da sieht man nun, wie es eigentlich gedacht war. Der DX ist fast voll bestückt und ich habe mit Absicht zwei Farbcodes ran gemacht. Und zwar heißt grün, auch für die Haustechnik, wenn ihr euch mal helfen sollten, bitte stecken lassen, das ist fest und dann könnt ihr mal sagen, alles was pink beschriftet ist, könnt ihr rausziehen. Das ist eben nicht nämlich das, was mobil gesteckt wird. Dann seht ihr noch rechts in den Cut-Stecker noch zwei XLRs, die beschriftet sind, die da rausgucken, denn es gibt ja zwei Kabelmikros. Eins für Bruno, was auch aufs Apollo muss, deswegen muss es eben erst darauf gesteckt werden und vom Apollo geht es dann eigentlich in den DX rein. Und der andere XLR ist für das Gastmikrofon, was manchmal auch Vocal Processing bekommen hat. Moat zum Beispiel für den Song Straße. Genau. Und dann sieht man eben auch, dass es eben nur noch die Outputs sind für PA, ein paar Inputs für Intercom, Atmo und so weiter. Und der Rest konnte stecken bleiben. Das war echt praktisch. War wirklich nur Case aufmachen, Cut dran, zwei, drei XLRs. Ja, fertig, wir können soundchecken. Ja, das war auch schon die wunderschöne Tropical Tour. Vielen Dank nochmal, es hat mir wirklich unfassbar Spaß gemacht. Und da hat es auch wieder die SQ bewiesen, dass das wirklich ein mächtiges Pult ist für das Geld. Klar waren es nur 16 Inputs, eben halt Backing Tracks, die Vocals sowohl clean als auch processed und Atmos und ein bisschen Intercom. Das war's, aber trotzdem hat man eine ganze Menge gemacht, auch dynamisch angegriffen. Und das macht schon echt richtig Spaß mit der SQ. Ist ein cooles Ding. Also danke auch nochmal an Stage, dass ich die auch so lange hier nutzen durfte und konnte und noch kann. Bis hier sowieso bei mir gehört. Haha. Es gab Schweiß, es gab nasse Bühnen, es gab Stage-Diving direkt vor meinem Mischpult. Also Lollo, war mir eine Ehre. Es war ein super cooler Crew-Vibe. Ja, einfach geil. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich auf die nächsten Touren, die gerade anstehen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten und vor allem vielleicht ein bisschen besser gefilmten Video. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.